Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert und meine Kamera nicht anfängt zu lenken. Das wäre ultra böse. Aber wenn es halt so ist, dann ja, kann man nichts machen. Ne, dann wird die dann wird diese Aufnahme nie das Tageslicht sehen. Also YouTube. Und das wird aber schon irgendwie. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Ich habe ein bisschen hier so. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt, ein bisschen rumgetrickst. Mal gucken. Kann natürlich sein, dass es jetzt von der Grafik her ein bisschen schlechter ist. Ganz klein, wenig. Bisschen. Muss leider. Aber dafür dann vielleicht ohne Legs. Ne? Gehen wir vom letzten Speicherspunkt starten. So. Ja, danke. Danke. Danke für den Spaß. Ja, den werden wir hoffentlich haben. Das hoffe ich schwer. Ich hoffe, ich kann mich auch noch an alles erinnern, was da war. So. Ich muss immer so ein bisschen auf die Kamera achten, aber ich glaube, das geht. Sieht auf jeden Fall noch in Ordnung aus. Kann auch sein, dass es nachher irgendwie an der Aufnahme lag. Was natürlich auch. Das wäre ultra tragisch. Aber naja, könnte man sich. Ist halt so. So, wir haben auf jeden Fall hier jetzt konstante 30 FPS. Also zwar auch wieder nicht so hundertprozentig, ne? Aber ist dann halt so. Ach, die will, dass wir. Ja, die will, dass wir da in dieses Gefängnis reingehen, ne? Ich glaube, da war was. Lass uns mal einmal auf die Karte gucken. Auf the Map. Wo anders? Wo ist denn unsere Quest? Was ist das da? Leichenhaus? Ach, jetzt! Da war sie! Ganz kurz. Okay. Also wir wissen, dass hier Küche, Speisesaal, Audienzsaal, Saal. Hä? Wo wir waren doch? Ah, da ist der Gefängnisturm. Ja, ne? Der Gefängnisturm. Dann gucken wir mal, ob da irgendwas in dem Gefängnisturm für uns wartet. Wobei, nee, wir konnten doch hier von der Seite oder so irgendwie da rein, ne? Vielleicht müssen wir auch auf abends warten, wieder reinzugehen. Totenkammern, Leichenhäuser. Wenn ein Zivilist stirbt, wird sein Körper innerhalb weniger Tage nach seinem Tod zu einer Leichenhalle gebracht. Ob die Leiche zu Balthals Todeskammer oder Vermunds Leichenhaus gebracht wird, hängt davon ab, wo sie gefunden wurde. Der Erweckte kann die Toten mit einem Lazarusstein wiederbeleben, solange er Zugang zu der Leiche hat. Okay. Haben wir Zugang zur Leiche? Hello! Ich jetzt kann ich für 5000 Gold nach einem Körper suchen, aber ich weiß doch gar nicht. Einer ist, glaube ich, gestorben. Einen hatten wir. Soll ich das mal machen? 5000 Gold ist schon viel, aber jetzt, wir haben halt 30, ne? Ja, komm. Ah! Jael. Ja. Eine Kerze neben den Sarg von Jael anzünden. Warum nicht? Okay, ich glaube, wir haben sogar einen Stein. Wir könnten die wiederbeleben. So.
Das ist wahrscheinlich da unten, oder? Er hat eine Kerze angezündet. Belmont war früher ein Kriegsland, ne? So, na, das ist ja. Aber die Bewohner wissen das nicht gut. Ah, hier ist noch was. Nice. Nehmen wir mal mit. Noch ein. Ach, krass. Er meinte, er hat das irgendwie markiert, aber war das dann jetzt oben, dass er das markiert hat? Oder wie meint er? Ah ne, hier war das, oder? Ah ja. Ja, beleben wir die doch wieder. Hi. Na? Ich hoffe, du dankst uns. Ja, gar kein Problem. Habe ich gerne gemacht. Wait, das... Das war's. Legit. Wir haben sie wiederbelebt, sie sagt danke und sie geht. Sie lebt wieder. Sie lebt wieder, sagt danke und geht einfach. Auch gut. Auch gut. Mach ich auch immer. Geil. Dann nicht mal eine kurze Unterhaltung oder so, ne? Einfach danke, tschüss. Na gut, wie die aber auch geguckt hat, die war ein bisschen verwirrt. Die war ein bisschen verwirrt, das wohl war. Ja, wir hatten... Ich weiß gar nicht mehr, die ist, glaube ich, an dem Turm oder so gestorben. Soweit ich weiß. Da war irgendwie was an dem Turm gewesen. So, lass mich noch eine kurze Sache gerade tun. Geht auch ganz schnell. Nur zur Sicherheit. Ich stelle nämlich mal die... Es gibt ja... was Cooles, das nennt sich Echtzeit. Priorisierung bei dem guten... bei der guten CPU. Das würde ich mal auf meine Kamera anwenden. Und auch maybe sogar auf Dragon's Dogma. Damit ich auch sicher sein kann, dass wirklich alles genutzt wird und alles super ist. Gucken wir mal. Das Problem, was ich halt leider habe, ist, oder beziehungsweise, weswegen ich das jetzt gerade kurz mache, weil in Dragon's Dogma dich ja jeder anlabern kann und ich jetzt nicht hingehen wollte und wollte unbedingt das Ganze vorab testen, weil man hat nur einen Speicherstand, was dann wiederum doof ist, um irgendwelche Sachen zu testen. Aber wenn mich dann jemand anlabert und ihr das nicht mitbekommt, dann ist es mir lieber, ich mach so für so 2 Minütchen kurz Einstellungen und wir würden zumindest mitbekommen, wenn irgendwie so ein NPC uns anlabert und sagt, hey, guck mal, ich habe da eine Quest für dich. Ja. Das wäre ja nämlich richtig unangenehm, wenn mir das passieren würde, wenn das Ganze auf Stream wäre oder so. Ach, guck mal, da sitzt wieder unser Boy. Hey! Ja, so kurto omotte da yo. Kyou mo sukoshi hanasanai kai? Nando ka ha. Oh, klar, nochmal. Ja, okay. Wakatta koto ga arun da. Minna to temo issokenmei ni ikiteru nda yo ne. Sonna no watarimae no koto kamoshirenai kedo. Boku nante haha ni amayakasareteru dake de. とても生きてるなんて言えないって思ったよ。僕も僕だけの人生を送りたい。自分の母の顔色を伺いながら甘やかされてばっかりの毎日はもうこの箱を見ると勇気が出るよ。これは僕が母の言いなりじゃないことの証なんだ。自分で手に入れた僕だけのものだから。まあ、君にもらっただけなんだけど、お礼にこれを受け取ってよ。とても珍しいものらしいんだ。
Reisestein. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, das könnte der Bursche, das könnte der rechtmäßige hier Königgedönches sein, den die Mutter auf den Thron gesetzt hat, ne? Das wäre natürlich jetzt nicht so geil, wenn wir zu dem sagen würden, ja, ja, Dude, mach doch dein Ding, das wird doch alles super. Der geht da raus und stirbt. Das wäre actually wahrscheinlich nicht das Beste. Hätten wir vielleicht ablehnen sollen, mit ihm zu reden. So. Jetzt will ich einmal gucken. Irgendwo müssen wir doch hier in die... ins Gefängnis reinkommen. Ich glaube, hier sind wir halt komplett falsch, ne? Also es muss schon irgendwo... Ah ne, hier so lang, ne? Also hier so irgendwo war das. Also hier so raus. Und dann geht's hier irgendwo nach draußen. Huch! Aber dir einen Augenblick. あなたなら信用しても良さそうね。実は一週間ほど家を留守にしなきゃいけないの。その間、代わりに住んでくれる人を探してるのよ。オッケー。景色上誰かが住んではいるってことにしておきたくてね。別に家に閉じこもってる必要もないし、掃除いつでも立ち寄れる。ちょっとした別荘くらいに思ってくれればいいから。ね、悪くない話でしょ。だったら地図に目印をつけておくわね。 Okay. 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 Ich will jetzt nichts sagen, aber, macht man das so mit Fremden? Sag mal einfach, hey, guck mal, du siehst vertrauenswürdig aus, geh doch mal in meinem Haus vorbei. Dich mit Mitteln hat ein Anliegen durchgebeten, in der Hausnummer zu treten, falls du interessiert bist. Ja, ich meine, alles andere kann auch noch warten, oder? Opa. Dann, da ist ihr Haus. Ich bin auch noch irgendwie falsch gelaufen, ne? Dann gucken wir doch mal, ob wir das Häuslein finden. Nee, wieder zurück. Ich mache auch extra nicht so schnell, damit wir hier trotzdem so ein, zumindest ein klein bisschen steady FPS haben. Hi. Hi. どうかしら? 私が留守の間, ここに住んでくれる? 家の手入れは何も必要ないから。 Mhm. Naja, von mir aus. ありがとう、助かるわ。 それじゃ頼むわね。 1週間でいいから。 Okay. Nett. Wir haben ein Haus. Warte, können wir ihn nehmen? Oh mein Gott, das ist wirklich unser Lager, oder? Wir brauchen nur einen Reisestein, ne? Den da wollen wir nicht weg. Kerkerschlüssel brauchen wir. Den bürgerlich-brüchiger Kellerschlüssel würde ich auch behalten. Was ist das? Warte mal. Ich habe hier Dinge. Warum habe ich hier Dinge im Inventar?
Ich glaube, wir brauchen auch nur einen dieser Steine. Hästchenhaut weg. Gut. Dann kombinieren wir noch ein bisschen was. Zu diesen Fruchtdingern da. Das ist Dörrfleisch. Jawohl. Jo. Ah, passt. Dann können wir das auch direkt wieder einlagern. Michel Dessou. Danke für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Öfei einlagern. Ah nee, stopp, den könnten wir wahrscheinlich abgeben, ne? Den können wir abgeben. Entnehmen. Nee. Entnehmen? Was haben wir denn hier so drin? Oh, nicht wirklich irgendwie was Krasses, ne? Wirklich so ein paar Sachen, die man mal verkaufen könnte, ne? Hi! Eine Rückmeldung gibt's, bin ich dankbar. Rückmeldung? Rückmeldung für was? die könnte ich wahrscheinlich mal verkaufen, ne? Jetzt auch alles neu da drin, oder was? Okay. Gehen wir nochmal raus. Abbrechen. Das haben wir gelagert. So, jetzt würde ich mal gerne gucken. Nee, nicht Aufträge. Ausrüstung. So, ich hätte hier so einen Helm. Kann ich den Jörg geben? Und hier so eine vornehme Tunika. Formelle Kleidung, die von Bediensteten und Besuchern des Palastes getragen wird. Nur ein Rüpel würde es wagen, Schloss Werndorf ohne sie zu betreten. Oh, okay. Gehen wir das mal nach Jörg? Ich verstehe. Okay, das ist unser... Warte, dann muss ich einmal hier... So, Jörg. Kann das da anziehen. Und das da ist schlechter, aber... Ich weiß nicht, ob es... Ich weiß nicht, ob es mit Aufwertung besser werden würde. Ich glaube schon fast nicht, ne? Das heißt wirklich schon, die Bergmannshosen sind gut. Glaube ich zumindest. Ja, komm, lassen wir das so. Dann können wir den Rest da auch noch einlagern. Wir spielen erstmal das Lagerspielchen. Wieder brauchen wir auf jeden Fall, die müssen wir lassen. Wir spielen das Ich-lagere-dich-Spielchen. Ah, stopp, aber den habe ich jetzt nicht geguckt, ne? Der könnte maybe sogar besser sein. Ja, ist er auch. Ausrüsten! Einlagern! Das da. Und das da. Nice. Alles eingelagert. Wir haben jetzt einfach ein Zuhause. Hier könnte man auch schlafen. Ja, nice. Das ist krass. Das ist gut. So, kommen wir von hier irgendwie so nach draußen? Nee? Nee, ich glaube nicht. Von hier? Wo geht's denn hier raus?
Irgendwie die da so, oder? Das sieht auf jeden Fall so aus. Aber dann müssen wir doch hier so durch. Oder müssen wir hier unten? Vielleicht hier unten. Ah! Guck mal einer an, ja. Das da sieht doch schon mehr danach aus, wo wir hin sollen. Aha. Ja, ich nehme das da mal mit, ne? Achso, wir haben von Q einen Dings bekommen. Müssen wir hier so... Hier so lang wahrscheinlich. Können wir hier so hoch? Können wir jetzt einfach sneaky rein? Was haben wir hier? Was ist das da? Ach, das ist nochmal Leichen. Okay. Das ist nochmal Leichengedönsches. Wie kommen wir denn da? Wie kommen wir da hinten nochmal hoch? Wir müssen noch einmal ein bisschen höher gehen, oder? Gott. Viele Gassen hier überall sind. Hallo? Wahrsagersano? Mhm. Let's go. Ehe ich einen Ort namens Mildreds Haus, welcher der nächste Meilenstein eures Vaters sein wird. Was für ein Scam. Ist okay. Das könnten wir auch mal noch machen. Brandbericht zu erstatten, ja, das müssen wir dann machen. So, der Magistrat wird im Kerker festgehalten. Ja, ja, die können uns nur bis zum Schloss begleiten. Das ist okay. Guten Tag. So, das ist die Leichenhalle. Hier sind auch überall Gräber. Was ist denn das? Ah, Suchermedaillon. Oh, dann haben wir schon unser zweites. So, wo war jetzt... Oder war das noch weiter oben? Irgendwo ging's doch ins Gefängnis rein. Ich bin doch da runtergerannt wie so ein Idiot, weil... die mich wieder gehuntet haben. Jetzt muss ich echt ein bisschen schneller sein. Also hier könnte man zumindest bis Nacht das Ganze vergehen lassen. Wer bist du? Hi. Lass mal reden hier. Ja, ich bin Erweckte.主人にご用でしょうか。今は任務で出ておりまして、いつ戻るかは分かりませんの。滞在人のボチアトのデュラハン討伐を仰せつかったそうで、無事に戻ってくれればいいのですけれど。ん、デュラハン? Okay. Da muss ich gleich vielleicht mal nochmal nachfragen. Vielleicht müssen wir ihm helfen gehen. Weil das klingt wirklich nach einer gefährlichen Mission. Munition vor allem. Mission. Okay. Was haben wir hier? Hauptmanns
Der Grenzwache, okay. Hallo. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich snack mir mal hier ein bisschen Dörrfleisch. Ja. Ich hab die vor euch gefunden. Was hast du hier? Den haben wir noch nicht getroffen. Wir haben noch eine vornehme Tunika. Ja, die weiß auch nichts. Gehen wir noch einmal hier hoch. Wir wollen ja schließlich nichts dem Zufall überlassen. Und alles einmal absuchen. Hallo, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch vornehme Beinkleider. Perfekt, dann haben wir noch etwas. Dann haben wir noch eine ganze Montur für unsere... für unseren Hauptvasallen vielleicht. Dann kann er vielleicht mitkommen. Die Rolle des Orakels unersetzlich für diese Nation. Da ist das Verschwinden des Orakels nach dem Drachenangriff auf Melf schwerwiegend. Dennoch hält Königin Regentin dieser es nicht für nötig, nach ihm zu suchen. Und gibt die Erholung unseres neuen Souveräns den Vorrang. Genau wie sie wegen der bevorstehenden Gründungsfeier unternehmen. Sicher, sie nicht vergessen, dass es ohne das Wort des Orakels nicht offiziell gemacht werden kann. Wer ist das Orakel? Also wir sind jetzt aber nicht auch noch das Orakel, oder? Nee, das glaube ich nicht. Wäre lustig, wenn hier noch Stehlen mit drin wäre, ne? Und die wären jetzt alle sauer. Weil ich ein bisschen was geklaut habe. Mir ausgeborgt habe. Wir klauen ja nichts. Wir borgen nur. Was haben wir hier? Baldwins Anwesen. Ist das? Hi. Nee, solltest du nicht. Wir gehen einfach nur hier mal so ein bisschen durch. Gucken wir uns mal um. Wir suchen hier Eingang zum Gefängnis. Ist bestimmt hier irgendwo drin. Ich riech das doch. Ja. So. Hier noch raus. Jawohl. Irgendwo da ist er. Okay. Verdächtig. Ja, da haben wir doch gar keine andere Wahl, ne? Also. Auf damit! Sie haben sie gegen Zauber abgeschnappt. Ich verstehe. Ja, ja. So, aber dann kann man doch irgendwie hochklettern. Habe ich gerade gesehen. Dann machen wir das doch mal. Du. Zack, hier einmal. Nee, das war nicht richtig. Hier so durch. Da so durch. Nein. Ach, Mann. Fast. Komm schon. Da, Kamera. Da. Third person. Ah. So. Jetzt aber. Jetzt. Schießt man? So. So.
So? Ja. Okay, wer hat denn das da gebaut, ey? Das wüsste ich auch gerne. Ja, ja. Hallo? Lampe in Öl? Ah, die Laterne an. Was haben wir hier? Kommen wir hier raus? Hallo? Beim Stall? Ah, nee, hier! Ah! Hi. So. Können wir uns hier jetzt reinschleichen? Ich mache extra meine Lampe aus. Dann hier einmal ein Lämpchen aus und dann ganz, ganz vorsichtig. So, dass die uns nicht hören. Kann ich mich irgendwie... Ich kann nur springen, ne? Kann ich aber nicht ducken oder so. Okay. Der hat uns nicht gesehen. Au! Ach, was soll denn das? Wieso hat er uns jetzt gesehen? Hat er uns gehört oder so? Why? Müssen wir echt von unten rein oder was? Oder wir müssen halt einfach... Kommt er nach? Ja, ja, klar. Natürlich kommt er nach. Hallo? Hallo? Was soll denn das da jetzt? Warum? Warum? Hallo? Steh auf! Wie wurden gefangen genommen? Weil zu dubiose Taten in den Städten auf den Schlossgründen oder anderen Orten, in denen die Ordnung durchgesetzt wird, begehst, wenn sie eventuell von der Wache umstellt wieder. Daraufhin du festgenommen und in den Kerker geworfen wirst. Es gibt mehrere Wege zu fliehen, doch mit dem Wärter zu reden ist ein guter Anfang. Mach doch mal ab. So, warte mal. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich bin in meiner Zelle. Junge. Yes. Ich hab auch nichts zum Futtern, ne? Aber wieso haben die mir den Schlüssel nicht abgenommen? Das ist halt das Ding. Okay. Ich glaube, noch hat mich niemand entdeckt, oder? Wir gehen einfach mal weiter rein. Shit, das da war ja nur der Ausgang, ne? Ah, Gott sei Dank, jetzt habe ich aber all mein Zeug wieder. Dann, Gegenstände. Nee, Ausrüstung. Aber lustig, dass man all sein Zeug dann wiederbekommt. Da muss ich einfach das vornehme Zeug vielleicht ausrüsten. Damit die meinen, ich wäre so ein Adliger. So, ich habe nichts anderes an. Außer die vornehmen Dinger. So. Jetzt aber. Komm schon. Alles in Ordnung. Ich habe hier alles zu suchen, was ist. Ich mal healen.
Wir haben hier definitiv etwas zu suchen. Lasset mich durch. Ich bin ein Adliger. Kann ich um die Ecke gucken? Nee. Alles okay. Okay. Ich weiß halt nicht, ob... Okay, der kann mich hier irgendwie nicht sehen, ne? Kann ich einfach hier durchgehen? Hallo? Okay, ich muss hier ein bisschen gucken. Wo ist denn der Boy? Ach Mann, warum? Warum? Warum zum Geier? Warum greift er jetzt plötzlich an? Jetzt plötzlich? Und wo ist überhaupt der... Wo ist denn der Kerl? Ey, come on. Nee, nicht schlagen. Futter dein Dörrfleisch. Ist das da? Wer war das jetzt? Ach. Oh Mann. Okay, also ich weiß nicht, wie wir das mit dem... Ich habe noch keine Ahnung für... Ich müssen wir echt in der Nacht da rein. Das kann ich so noch nicht sagen. Wir müssen es in der Nacht einmal probieren. So, erstmal wieder unser Magierzeug hier an. Gut. Dann lassen wir das erstmal Sache sein hier. Ah, hier müsste man hoch. Okay. Interessant. Warte, wo war das jetzt genau? Hier so hoch und dann hier so, ne? Ja. Da in dem Felsen drin. Okay, da waren wir schon fast richtig. Beziehungsweise wir waren richtig, nur wir sind halt dann falsch hochgelaufen. Okay. Dann gehen wir mal einmal ins Häuslein nochmal gucken. Ja, ich weiß, dass hier eine Leiter ist. Hallo. Gut, da ist nix. Was haben wir denn sonst noch an Aufträgen? Also wir haben die hier. Nutze den Schlüssel, den du von Hauptmann Brand erhalten hast, um ihn einen Besuch abzustatten. Er ist zwischen Mitternacht und Morgengrauen durch das Hintertor in den Palast und durchsuche das Amts... Zimmer der Königin Regenten nach belastenden Beweisen. Okay. Laufbahnfrust. Ja, okay. Das kann ich nicht machen irgendwie, weil mir da das Großschwert dazu fehlt. Das ich denn doch nicht habe. Ja, das machen wir gerade. Und wir könnten halt Bericht erstatten. Aber Bericht erstatten ist halt so meh, ne? Ich würde das da gerne machen. Ich warte jetzt einfach. Wir machen jetzt einfach mal Nacht. Let's go. Bis zum Abend. Ja, wir müssen uns ausruhen. Das ist richtig. Wir müssen. Wir haben keine andere Wahl. Huch. Okay. Ja, dann... Huch.
Hallo? Ja, wir könnten uns mal online stellen, aber warum hat er jetzt da ein Profil gewollt? Was? Aha, Status des Erweckten. Lyon ist Level 17. Status des Vasallen? Valkyrie. Okay. Abschließen. Einen neuen Vasallenauftrag festlegen, ja? War ja doch Gegenstand erwarten? Nee. Wir sagen. Wir geben denen ein bisschen Gold. Wir geben denen nicht so viel. Hallo? Was soll denn das? Kriegen 1000 Gold. Bestätigen. Aha. Ja. Reisebericht meines Hauptvasallens. Was ist denn der Reisebericht meines Hauptvasallens? Im Gasthaus aus Rüst reist ein Hauptvasall jenseits des Rift und begleitet andere Erweckte in andere Welten. Bei seiner Rückkehr gibt ein Vasall dir einen knappen schriftlichen Bericht, der über seine Reise und Erfahrung reflektiert. Okay. Kann ich mir den auch nochmal angucken? Alright. Nice. Cool. Jörg war mal weg. Hi. Gut. So. Okay. Dann gehen wir jetzt einmal hier runter. Zack, zack. Dann einmal hier so lang. Dann machen wir einmal unsere Lampe an. Weil wir hier wieder. Hier sind wir noch falsch. Hier geht es nach oben. Ja. Und dann hier so. Und da so. Machen wir die Lampe wieder aus. Ja, bleibt ihr nur hier. Es wird doch bestimmt nicht so dolle überwacht, oder? Hier abends überhaupt jemand rum? Der da. Mann, was soll denn das? Ich kann halt unmöglich mit den Leuten reden. Wenn die hier rumlaufen. Ja, wie soll ich denn das machen? Da kommt er jetzt wieder. Wie mache ich denn das? Weil hier ist doch nichts. Ich muss doch in irgendeine Zelle oder so rein und muss mit ihm reden. So, gehen wir jetzt hier in die Zelle rein. Oh, was ist das da? Hallo? Kann ich da was casten? Was ist denn, wenn ich das da nehme?
Das wird ein bisschen laut. Hallo. Alles okay. Ich bin nur ein Magier, der ein bisschen Töpfe rumwirft und so. Au. Verdammte Shit. Warte. Wo bin ich jetzt hier? Wo bin ich denn hier? Jetzt legit, wo bin ich denn hier? Au. Schießt der immer noch auf mich? Ja. Huch. Hier ist ja noch ein Eingang. Nee. Der will doch nicht sterben, oder? Geh wieder. Ich glaube, den kann ich nicht umbringen, ne? Das wäre ganz schlecht, wenn ich den jetzt... Nee, kommt mal her. Hier. So, zu mir? Halt. Bleib einfach genau hier. Alles okay? Alles okay. Oh mein Gott! Mann, aber wie... Also, ich kann ja jetzt nicht von Zelle zu Zelle rennen und dann aufmachen, reinhüpfen und so. Das geht doch nicht. So, der kommt jetzt von hier. So. Der hat noch nichts bemerkt. Ja, nicht hierher. Lass das. Ich bin nicht da. Der Angst vor Mäusen? Bleibt denn der da jetzt stehen? Hör noch auf. Hier rein. Wir haben nichts getan. Wir gehen jetzt einfach von Zelle zu Zelle. Ganz langsam. Hallo. Die Zellentür ist zwar weit offen. Der sitzt doch nicht hier. Da ist der. Da ist er. Nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich bin einfach mit ihm in der Zelle. Alles in Ordnung. Was ist hier oder da so? Was ist hier? Ah, so. Wer sind wir? Der Erweckte oder der Herrscher von Vermund? Wir wissen doch, wer wir sind. Ich bin der Herrscher. Oh, Nanoruka. Der Erweckte ist ein Herrscher. Mhm.
あるいは今王宮にいる各社をこそが偽物ということもあり得るが。各社の胸には竜の爪痕のごとき傷が残るというが、okay. まさしくそれであろう。148年前のアルフォンソ王の治世にて各社を名乗るクルーゾなる者が現れ。Wie alt ist der? 148 Jahre, sagt der Boy? Okay. いずれが王としてふさわしい真の各社であるかを問うたという記録がある。結果どうなったか。クルーズは偽物であることが露見し、その場で首を切られたそうな。Okay. いずれにせよ、お主が現れたことでいずれか一人は首を切られるということよ。Ihn auffordern zu schweigen, ihn auffordern zu fliehen. Ich würde sagen, ihn auffordern zu fliehen. Ja, wozu denn wohl? わしにとってここは楽園よ。だがそうじゃな、わしの興味を引く書物が山ほどある場所があれば考えてやろう。ああ、そんな場所を知っておるか。だがな、ビビをテイクならば話はこれで終わりじゃ。帰るがいい。OK、ビボーン、ビボーン。渇望を満たせる場所とはどこでしょうか。いや、覚えがあります。ピンミンクのどこかにあったのを覚えてます。OK? そういうことですか。Im Armenviertel? Will jetzt nicht sagen, aber was? Wo hat denn das Armenviertel Bücher? Okay. Hi. Tschüss. Wir haben mit ihm geredet, okay? Raus hier! Raus hier! Tschüss! Hi! Oh Gott. So. Das Armenviertel hätte so einen Ort. Was ist jetzt der Auftrag? Okay, kein Ziel. Aber wo soll das denn sein? Wir nehmen mal ein bisschen was mit, ne? Ach, wieder hier das? Hallo? Habt ihr hier Wissen? Okay. Ist ja gut. Ich will mich dir gar nicht nähern. Oh. Hier ist ganz viel Wissen. Schläft der? Schläft er wer? Nee. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal... Hier haben wir schon mal auf jeden Fall was, was zu ist. Mal wieder. Gehen Sie mal weg hier. Das kann ja nicht sein, ey.
Immer habt ihr irgendwas, was zu ist? Ups. Hier aufmachen? Oh, hallo. Ich hab noch gar kein Geld reingebuttert. Noch gar nichts. Ich bin hier im Armenviertel meine Sachen zusammen am Klauen. Ausborgen. Natürlich klaue ich nichts. Ja, ich borge nur aus. Man nehme von dem Armen und gebe es den Magiern. Ganz sicher. So heißt das Sprichwort. Ach. Hallo? Ja, tut mir leid. Ich kann ihn halt nicht heilen, ne? Ja, ich kann keinen Heal-Zauber casten. Bin jetzt Erzmagier, also es ist unter meiner Würde. Trocknete Knolle mitnehmen. Okay, hier haben wir kein Wissen. Wo läuft denn hier das Wissen rum? Der Grünlattich läuft auf jeden Fall hier rum. Weil, das ist das, was meine Vasallen gerade einsammeln. So, wo ist jetzt hier großes Wissen? Hä? Oh, hallo. Liegt ihr gerne auf dem Boden? Was ist mit euch los? Tex. So, so, itzmo, kachino takai mono bakari ja nai no de. Das hast du immer noch Armenviertel, oder? Hallo. Was ist denn jetzt gegangen? Okay. Okay. Gehen wir mal eine Runde aus, hä? Jawoll. Ja, so läuft's. Bisschen schmieren. Ich brauche Wissen. Hi. So, jetzt habe ich hier eine Runde ausgegeben. Ey. Naja, nee, jetzt gebe ich keine. Nee. Nur mal reden hier. Ich verstehe so bereit deine Hälfte halt. Jawoll. Ja, lass mal ihn hier jetzt gucken. それはそれは大したもんだ。さ、どこよりもいい芸を見せ。Okay.